Hi, seid gegrüßt, meine Lieben. Wie ihr seht, von zu Hause aus. Ja, pünktlich, den Feiertagen, erwischt es mich natürlich voll erkältet. Egal, gehört dazu, kommt man nicht drum rum, ne? Ja, wir haben uns überlegt, erstmal an dieser Stelle wollen wir euch schöne Weihnachtstage wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und möchten gerne ein Best-of machen. Ein Zweiteiler wird das dann, vor Weihnachten ein Teil, nach Silvester ein Teil. Ja, übersehen, wie das Jahr bei uns so verlaufen ist. Ja, gute Momente, weniger gute Momente. Alles, was halt zum Angeln dazugehört. Also, ihr seht oben, Panda haben wir gelandet. Fangen wir an mit diesen Bildern. Mit dem Best-of Teil 1. Ja. Seid gegrüßt. Wir probieren es jetzt nochmal. Wir gehen auf Quappe im neuen Jahr. Die Truhe muss voll. Wollen wir mal gucken, ob wir heute so ein, zwei verhaften können. Angeln nur mit Tauwurm. Dann habe ich gespuckt. Sorry. Oh, holla die Waldfee. Torben wollte nur kontrollieren. Hat sich null gemeldet. Schade. Hat er eine Quappe? Alter. Petri, dank. Dann wollen wir enttüdeln und befreien, wa? Ja, wir sind mir so sicher anderen Schnurrbisch gegen. Also entgegengekommen, ne? Okay. Ja, dann machen wir mal zu, wa? Ja. Ja, aber da sieht man mal, zum Teil beißen die so vorsichtig, dass die Klingel. Ja, dass man die noch nicht mal richtig wahrnimmt, ne? Dass du ein ganz kleines Vibrieren nur hast oder so. Also man muss echt zwischendurch mal kontrollieren und wirklich auf jedes kleinste Klingeln achten. Ne? Der hängt. Ah, der ein Schwein, Alter. Scheiß auf den Glock. Holt er sich die zweite, Alter. Ich bin extra schon gewandert. Sieht besser aus, oder? Oh, wenn er sagt, Kescher, du, kommt jetzt das Monster. Und nicht so schnell. So schnell ist der alte Mann nicht. Oh, Scheiße, Alter. Höher. Das lag da dran, dass du oben, dass die Schnur. Ach, wirkte nur. Ja. Okay. So, und da sehen wir das schöne Ding. Da haben wir die schöne Quappe. Die etwas größere. Auf jeden Fall fettes Petri. Dann gucken wir mal, ob noch was geht, ne? Ja, hi, seid gegrüßt. Wir sind wieder am Wasser unterwegs, am See. Wir wollen auf Karpfen. So, kommen wir einmal zum Grundfutter. Da haben wir jetzt diverse Mehle, noch ein bisschen Öle und Gewürze drin. Selbst angefertigt alles. Ne? Ist noch ein bisschen klebrig, das kommt gleich. Einmal ein bisschen durchziehen lassen. Davon fütter ich, wie gesagt, 2-3 vor. Hier haben wir mal den Futterkorb, Freilauf, Gummiperle davor als Knotenschutz, einfach nur Wirbel, dann hänge ich gleich 2 Maiskörner, 3 Maden, kurzes Vorfach, 30 cm ungefähr, das hänge ich gleich ran, ich fütter aber jetzt eben 3 Körbe vor, dafür gehen wir wie folgt vor, ich werfe aus, klippe und dann werfe ich mal nochmal 2 hinterher. Aber gut, nicht jeder Tag ist auch ein Tag, wo man fängt, ein Fangtag. Oh, Glocke! Das ist aber Friedfisch, das ist kein Karpfen, oder?
Na? Jo, jo, jo. Ich komme eben von der anderen Seite, ein ganz schlechtes Lichtbild hier. Kleiner. Aber ganz schön wenig Alarm gemacht, ne? Ganz vorsichtiger bisschen. Jawohl. Nicht schlecht, Herr Specht. Petri? Vielen Dank. Schöner, kleiner Satzi. Macht Spaß, macht Spaß. Hübsches Tier. Oh, jo, der Stefan, der zieht mich ab. Ja, hängt. Perfekt. Der Kescher liegt natürlich wieder, ne? Hol ich mal eben, ne? Ja, bitte. Eine Nummer größer. Ein bisschen dicker, kräftiger. Ein bisschen paar Zentimeter größer. Auch sehr schöner Fisch. Sehr schön. Hallo meine Lieben, wie ihr seht, im Hintergrund Torben, Spinnrute in der Hand. Was ist da los? Wir gehen jetzt das erste Mal los. Erstmal im Hafen. Ein bisschen was probieren. Wir haben Hochwasser gerade, deswegen fahren wir hier an, dann, weil gleich ablaufend ist und dann ist im Hauptstrom zu viel Druck. Da gehen wir aber später hin. Ja. Ich mache meine Route eben zu Ende fertig, musste neu bespulen alles. Wir hoffen, dass wir heute so die ersten 1-2 Zander mal fangen können, ne? Der Lumpedo, der Lumpi, hat einen Fisch. Wo ist er? Da. Oh, erster Zander. Alter, die Sau, du. Maßig, ne? Müssen wir gemessen, wird knapp. Alter, Petri. Danke. Sagen, ich lasse die Masur ab. Ne? Ich habe locker gelassen, weil der war ja mehr als Untermaß. Aber er ist der Fisch dran gewesen. Perfekt. Dritter Wurf. Hey. Ja. Neue Stelle beim Einleiern. Erster Wurf. Das ist ja so klein wie meiner, ne? Ja, aber eine Nummer größer als eben der eine. Und schön Volley genommen. Hey, hey, hey. Hör mal. Da ist der Schöne. Aber, na, messen wir gleich mal. Wahrscheinlich kein Maß. Müsste wieder kleiner Stinger sein. Aber gejickt, ne? Ja, am Schluss nochmal, ja. Ein bisschen besser. Aber nicht viel. Ja. Ach doch, da ist deine Sitzmaße. Kescher? Ja. Oh.
besser. Ja. Jo, so ist für mich. Jo. Petri. Ach, Petri, Dank. Ich sag nach links raus, ne? Ja, ich hab gar gesagt, da wo ich hin darf, ist was. So, da ist der Schöne. Perfekt, fettes Petri. Danke. Der geht ja Richtung 50, 49 würde ich sagen. 50, ja. Hat auf jeden Fall was drauf. Kleines Zwischenfeedback. Also wir haben jetzt 4 Zander gelandet. Einen habe ich ja den ganz kleinen locker gelassen. Dann hatte ich einen Abrisshänger, aber hat sich leicht bewegt. Und dachte ich, hä, das ist kein Stein. Ich zeige euch mal was. Ich habe gezogen. Dann hatte ich einen Abriss, weil ich habe gesehen, ich habe mir irgendwie einen Ring demoliert. Den muss ich demnächst neu machen. Geht noch. Aber dicken Welt, so kriege ich damit nicht raus. Also auf Vollspannung geht nicht. Hier, achso, ich bin schon wieder da. Den habe ich mir meine Rute rausgeholt. Diesen dicken Ast. War auch ein harter Kampf. Rute voll auf Auslastung. Also mit der Rute, da geht was. Also es kann gerne irgendwann auch mal ein Wels dran gehen. Ich habe gesagt, ich muss weiter rechts gucken. Oh. Sieht man den? Nur gut sehen. Den brauchen wir nicht rausholen, ne? Gucken, ob der. Kommst du so raus? Ja, komm. Jetzt ziemlich spitz gehakt, ne? Ja. Kriegst du ihn raus? Schafft er nicht. Will er nicht. So. Ja. Nummer 4 für mich. Gucken wir da mal rein. Den brauchen wir nicht großartig rausholen, ne? Der kommt direkt wieder rein. Der ist knapp unter Maß. Hallo meine Freunde. Wir haben Topwetter. Ich mache wieder eine Nacht. Und was gibt es Schöneres, als hier in der Natur wieder zu angeln? Ich habe dieses Jahr ein Jahresziel, oder wir. Und zwar ist es der 1-Meter-Wels. Ja, jetzt geht's ans Auto ausräumen, an Aufbau, Zelt, Ruten, Kescher, Ständer, Angelständer und was ich noch alles brauche. Also, wir fangen an, aufbauen. Was zu Gang. Ist die Frage, ist die ganze Zeit am Wippen? Hängt es schon? Hau ich an oder warte ich? Fragen über Fragen. Ja, es geht ganz Zeit weiter. Ich glaube, es hängt was. So, wir kontrollieren. Das kann es nicht sein. Boah, ich weiß nicht. Also entweder sind das, ach, keine Ahnung, also es sieht mehr aus wie Aale. Die knabbern mir echt diese scheiß Köder runter, ne? Jo, würde aber sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut und ciao.